Heilpädagoge klingt interessant, oder? Aber was genau hinter dieser Berufsbezeichnung steckt, das erfährst du jetzt. Was genau macht denn ein Heilpädagoge überhaupt? Hauptaufgabe eines Heilpädagogen: Menschen mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung unterstützen. Klar, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich genau? Was genau du machst, hängt grundsätzlich von deinem Arbeitgeber, deiner Branche und deiner Berufserfahrung ab. Deine wichtigsten Aufgaben als Heilpädagogin sind aber das Erkennen und Behandeln von Störungen. Dann erstellst du einen individuellen Behandlungsplan. In deinem Job kannst du dich auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen spezialisieren. Und was verdient ein Heilpädagoge? Allgemeine Aussagen zum Heilpädagogengehalt sind eher schwierig. Wie du dir vielleicht denken kannst, hängt das vor allem von deiner Position und von deiner Berufserfahrung ab. Nach deiner abgeschlossenen Weiterbildung verdienst du als Heilpädagogin im öffentlichen Dienst erstmal um die 3000 Euro. Das kann sich aber auch noch steigern. Aber Weiterbildung? Richtig gehört, hier geht es nämlich nicht um eine klassische duale Ausbildung. Stattdessen machst du eine Weiterbildung. In Vollzeit dauert die 1,5 bis 2 Jahre. Vergütet wird sie allerdings nicht, zumindest nicht im theoretischen Teil. Jetzt willst du natürlich mehr zur Weiterbildung wissen. Das Wichtigste in Kürze. Was lernt man denn eigentlich in der Heilpädagogenausbildung? Im Grunde klapperst du in deiner Heilpädagogenweiterbildung all die Bereiche ab, die später wichtig sind. Also allgemeine und spezielle Heilpädagogik, Medizin, Soziologie und Psychologie. Im Wahlpflichtbereich kannst du dich dann noch spezialisieren. Und im praktischen Bereich wendest du die Erkenntnisse dann wirklich an. Okay, soweit so gut. Aber welche Voraussetzungen brauche ich denn eigentlich für die Heilpädagogenweiterbildung? Jetzt wird's interessant, denn für die Weiterbildung zum Heilpädagogen musst du grundsätzlich schon eine Ausbildung gemacht haben. Zum Beispiel zum Heilerziehungspfleger oder zur Erzieherin. Und ein Jahr praktische Arbeitserfahrung musst du auch nachweisen können. Weitere Voraussetzungen sind ein Nachweis über deine gesundheitliche Eignung, gegebenenfalls ein polizeiliches Führungszeugnis und ein Haupt- oder mittlerer Schulabschluss. So, letzte Frage. Wo arbeiten Heilpädagogen? Als Heilpädagogin arbeitest du zum Beispiel in Wohn- und Pflegeheimen, Behindertenwerkstätten, Kindertageseinrichtungen, Kliniken oder Therapiezentren. Oder auch an Hochschulen oder in der Forschung. Dafür musst du dann aber einen Hochschulabschluss nachweisen. Du kannst Heilpädagogik nämlich auch studieren, auch dual. Wenn du dich also für ein Studium interessierst, wäre das vielleicht das Richtige für dich.